Weil das, was ich heute versuchen will darzustellen in diesem Vortrag, das sind mehrere so Essentials von dem Thema Waage. Das Tierkreiszeichen, diese Energie, steht für Verbindung, für Beziehung, für Miteinander etwas in Austausch bringen. Und dieses Miteinander in Austausch bringen jetzt unter dieser Überschrift, unter diesem Stichwort Kommunikation, das soll jetzt sehr genau sich damit auseinandersetzen. Weil Kommunikation ist nicht nur, ich schaue jemand an oder ich spreche mit jemandem oder ich prügel mich mit jemandem, ist ja auch eine Kommunikation. Sondern Kommunikation ist etwas sehr Umfassendes und bringt uns sehr nahe an das, was Energie ist. Kommunikation ist einmal, das weiß jeder, ich gehe auf jemanden zu, jemand geht auf mich zu oder man sieht sich an oder man macht etwas miteinander, man spricht miteinander. Das ist Kommunikation im Außen. Das ist der Bereich, den wir am ehesten unter Kommunikation verstehen. Jetzt gibt es aber auch Kommunikation in uns drin. Und zwar, also die meisten werden das von Otto kennen, Großhirn an Leber. Ja? Großhirn an Leber, was macht ihr da für einen Unsinn? Oder Leber an, was weiß ich, Milz, mach mal Platz, also irgendwie. Das ja eine Comedy ist, die er damals gemacht hat, das ist ja schon ein bisschen länger her. Aber genau darum geht es, dass in uns drin Kommunikation stattfindet, und zwar Kommunikation auf unendlich komplexe Weise zwischen den Organen, zwischen den Zellen, zwischen den Molekülen, wenn man so will. Und wir wissen darum. Wir wissen, dass wenn der Magen knurrt, das irgendetwas zu tun hat mit irgendeinem, ja, auf der einen Seite Bedürfnis in unserem Bedürfnishaushalt, wir haben wahrscheinlich Hunger. Es hat etwas damit zu tun, dass im Magen gerade nicht genügend verarbeitet wird. Es hat auch was damit zu tun, dass das unseren Kreislauf beeinflusst, das heißt die verschiedensten Funktionen, die verschiedensten Ausdrucksformen von Menschsein im Inneren kommunizieren auch alle miteinander. Und wir wissen das auch, wie komplex das ist. Zum Beispiel, ich treffe jemanden, ich bin eigentlich ganz gut drauf, der gibt mir irgendeine ganz miese Nachricht oder er sagt etwas Bösartiges zu mir. Dann deutet das nicht nur, dass ich irgendwo im Gehirn feststelle, der war aber jetzt böse zu mir, sondern jetzt passiert unheimlich viel. Erstens gibt es wahrscheinlich eine entsprechende Nervenreaktion. Dann gibt es eine emotionale Reaktion oder dahinter eine hormonelle Reaktion oder eine Drüsenreaktion. Den meisten Leuten schlägt sowas auch ganz schnell auf den Magen oder es äußert sich im Kreislauf oder man hat überhaupt keine Lust mehr, irgendwas zu tun oder man möchte dem gerade mal, mal zeigen, wer der Stärkere ist, wenn es denn geht. Was auch immer. Alle diese Kommunikationsdinge, ganz egal, ob wir kommunizieren mit einem Menschen und egal, was da passiert, ob wir sozusagen mit uns kommunizieren, indem wir grübeln oder meditieren, indem wir den Körper in sich kommunizieren lassen, beim Schlafen zum Beispiel. Das ist ja nicht so, als wäre dann alles abgestellt. Ich schlafe und alle Schalter sind auf Null. Ganz und gar nicht. Ich verdaue weiter. Zum Glück. Blutkreislauf ist noch unterwegs. Zum Glück. Alles funktioniert noch auf einer bestimmten Ebene, nur mein Bewusstsein ist nicht mehr damit verbunden. Also ich kann ganz froh sein, dass auch dann noch die Kommunikation über die Nerven, über die Muskelreaktionen und sowas alles noch funktioniert, dass die Organe noch kommunizieren miteinander. So. Wir haben also mehrere Bereiche, in denen Kommunikation stattfindet. In uns selber, von uns zu anderen und dann noch in dieser Kupplung, wenn man so will, das, was wir im Inneren tun. Also wenn ich was gegessen habe, was ich schlecht verdaue, bin ich vielleicht auch schlecht gelaunt und gehe entsprechend auf meine Mitmenschen zu. Treffe ich wiederum oft an der anderen Seite her gesehen irgendwelche Mitmenschen, die mich besonders fröhlich stimmen oder mit denen ich eine tolle, freundliche Kommunikation zustande kriege, befördert das vielleicht meine Verdauung oder zumindest doch mein Wohlsein, wie ich selber empfinde. Also Kommunikation ist ein unendlich komplexer Bereich. Es tut etwas mit mir, es tut etwas in mir und
Ich habe das, was man jetzt mal ganz deutlich sagen muss, nicht wirklich unter Kontrolle. Ich will jetzt ein bisschen darüber sprechen, was Kommunikation alles für Eigenheiten hat. Und egal, ob Sie das jetzt gerade in dieser kleinen Begegnung mit jemandem gemerkt haben oder nicht, ich glaube, wir können in all dem, was Kommunikation angeht, uns letzten Endes alle als Fachleute verstehen, weil wir nämlich ununterbrochen kommunizieren. Innen sowieso, außen tut jeder sein Bestes oder manchmal auch nicht. Und vielleicht kann das ein oder andere, was ich heute Abend sage, dazu helfen, ein bisschen mehr Bewusstsein daran zu bringen. Das Erste, was ich darstellen möchte, ist, jede Kommunikation im Außen, ich spreche jetzt über Außen, hat verschiedene Ebenen, die immer wirksam sind, wenn zwei Menschen sich treffen. Immer. Und diese Ebenen will ich mir jetzt mal kurz beschreiben. Also eine der Grundebenen, die immer vorhanden ist, egal wie man damit umgeht, ist die sexuelle Ebene. Immer, wenn zwei Leute aufeinander zugehen, sich treffen, spielt das irgendeine Rolle. Es gibt immer eine Energie zwischen diesen Leuten, die wir im weitesten Sinne als sexuelle Energie bezeichnen können. Eine Energie, wenn man das jetzt mal nicht so ganz eng nimmt mit der Sexualität, die heißt Anziehung oder Abstoßung. Wie weit fühle ich mich angezogen? Nicht nur jetzt als Mann gegenüber einer Frau, umgekehrt, sondern ganz allgemein. Wie weit fühle ich mich angezogen? Oder was ist dieser Effekt von Nähe? Das nicht. Man weiß ja heute, das ist ja kein Geheimnis, dass die Frage, ob ich jemanden sympathisch finde, der gerade neu in den Raum kommt, innerhalb von wenigen Sekunden abschließend entschieden ist, ohne dass ich das bewusst entschieden habe. Also irgendjemand betritt den Raum oder ich sehe irgendwo jemanden und schon ist in mir ein System von innerer Kommunikation in Arbeit, was sofort als Ergebnis ausspuckt, der ist aber sympathisch oder der oder die, ja, oder ist nicht sympathisch, das weiß man. Und wenn diese paar Sekundenklappe gefallen ist, dann ist das eventuell ganz schön schwer, das wieder zu revidieren. Wobei es erfahrungsgemäß leichter ist, dass jemand, der sympathisch sich als unsympathisch ausstellt, in dem, was dann passiert, als diese andere Schiene. Also den ich schon als unsympathisch abgespeichert habe, der muss, der oder ich, wir müssen uns ein bisschen anstrengen, um auf eine andere Energie zu kommen. Wir sind da ziemlich strikt in diesem völlig unbewussten Muster. So, außerdem leben wir hier in einer Gesellschaft, die immer so tut, als gäbe es das nicht. Ja, also wir sind über gute Umgangsformen, wie wir das nennen, Wohlerzogenheit, wie man sich anständig verhält und so weiter, grundsätzlich eigentlich darauf eingestimmt, dass wir das überhaupt nicht in unser Bewusstsein bringen. Es ist aber immer da. Die Frage von Anziehung und Abstoßung ist immer im Raum, wenn Leute miteinander etwas zu tun haben. Und es gibt auch Kulturen auf dieser unserer Erde, in der das ein bisschen bewusster gelebt und teilweise zelebriert wird. Also wenn man Bilder aus Afrika oder aus Brasilien sieht, sieht man, wie die Leute schon alleine durch das Zelebrieren ihres Körpers, also was ich jetzt gerade hier vorne mache, ist jetzt nur ein schwacher Versuch. Ich wollte nur sagen, man könnte es ja mal probieren oder so. Jetzt so ein Brasilianer reinkämen, hätte ich ganz schlechte Karten, ist mir schon klar. Aber das heißt, wir sollten uns das mal klar machen, es gibt eine Ebene, die zum Beispiel in Brasilien, in Afrika ganz anders im Leben auch aktiv oder präsent ist und von der wir immer so tun, als wäre die nicht da. Das ist auch in Brasilien oder in Afrika nicht so, dass die alle ununterbrochen aufeinander hüpfen oder so, sondern es ist sozusagen in der Spannung der Kommunikation immer vorhanden. Ist es bei uns auch. Nur wir haben wenig Kultur, das in irgendeiner Form auch zum Ausdruck zu bringen. Sei es aus Angst davor, dass es sofort eine Anmache ist oder irgendwelche Gefühle in einem aufreizen würde, die man dann nicht mehr unter Kontrolle hat oder was auch immer. Es ist ein durchgängiges Klima schon, das gibt es nicht.
Wir tun diese Ebene. Diese Ebene, ich habe sie jetzt sexuelle Ebene genannt von Kommunikation. Das ist ein Verdrängen. Also ich komme jetzt noch auf eine zweite Ebene, die genauso da rein gehört. Und dann können wir mal jeder für sich überlegen, verdrängen wir das oder was machen wir genau damit? Weil die zweite Ebene ist die der Macht. Sobald ich jemandem begegne, gibt es in mir einen relativ unbewussten und sehr animalischen Teil, der jetzt nicht nur entscheidet, ist er mir sympathisch oder unsympathisch, sondern der für einen Bruchteil von Sekunden abcheckt, wer ist hier stärker. Das ist immer so. Das ist auch nicht nach Männlein und Weiblein so groß und verschieden. Das mag andere Nuancen haben, andere Formen, in denen man sich das so teilweise ins Bewusstsein holen kann oder andere Sujets, an denen die Konkurrenz sich dann festmacht. Aber das ist so. Wir sind an der Stelle in jeder Kommunikation, wie heilig oder wie sachlich wir uns auch immer gerieren, sind wir Leute, die noch vom Affenfelsen kommen an der Stelle. Ja, ist ja nichts Schlimmes. Und die sozusagen das automatisch immer bei sich haben. Also diese, ich nenne es jetzt mal ganz urwüchsige, vielleicht animalische Note in mir, aber es ist ja nicht nur eine Note, sondern es ist etwas, was einfach geschieht. Bitte? Das hat was schon, das ist eine Frage der Definition. Will ich das in die Instinkte reintun oder in irgendwelche unbewussten Muster? Also da gibt es sicherlich ganz viele Möglichkeiten, das zu benennen, begrifflich zu fassen und so weiter. Da würde ich mich jetzt nicht so gerne dran aufhalten, ob das jetzt ein Instinkt oder was anderes ist. Mir wäre jetzt was anderes wichtig. Wenn Sie zustimmen können, dass das so ist, dass das in uns einfach wirksam ist, dann wäre ja die Frage, warum unterdrücken wir das, das können wir uns schenken, sondern wie gehen wir im Einzelnen damit um? Das ist eigentlich die wichtige Frage. Ja? Das ist zum Beispiel auch so, dass in unserer Gesellschaft ja die Illusion ist, dass alle Entscheidungen, zumindest im geschäftlichen, beruflichen Bereich, rational getroffen werden. Ja, das stimmt aber nicht. Entscheidungen werden auf alle mögliche Art getroffen, aber relativ wenig in der Rationalität, die dann anschließend als Begründung genannt wird. Relativ wenig. Es kann mir keiner erzählen, dass jetzt bei den Koalitionsverhandlungen oder bei Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern nicht andere Dinge noch eine Rolle spielen, als das, was uns als Sachliches dann hinterher benannt wird. Dasselbe ist in dem Verhältnis von Lehrern zu Schülern, von Arbeitskollegen, von den verschiedenen Hierarchieebenen in der Arbeit oder auch von Eltern und Kindern, was da alles an Begründungen geliefert wird, warum man was tut, warum man was nicht tut, warum man was tun soll, warum man etwas nicht tun soll und so weiter. Manches davon ist aber gar nicht an der Stelle unterwegs, wo wir die Begründung ansetzen, in dem Inhaltlichen, in dem Sachlichen, sondern eigentlich wir wollen das. Es gibt eine Menge Sachen, die wir einfach so wollen. Das ist gerade im familiären Bereich so. Also da, wo es auch um ganz viel Wohlbefinden geht. Und es ist auch sehr stark im Beruflichen, wo es eigentlich auch immer um Fragen von Macht und von der Möglichkeit, etwas zu tun, von Wirkung und so weiter betrifft. Das heißt, wo ich darauf hinaus will, ist, wir haben zwei Ebenen in jeder Kommunikation zwischen Menschen, die wir in unserer Kultur relativ wenig bewusst beachten. Das eine ist diese sexuelle Ebene von Anziehung und Abstoßung, bis hin auch wirklich als sexuelle Energie zu spüren, als Spannung zwischen Menschen, und eben diese Machtebene, die immer so ein Stück abcheckt. Bei Männern kann man es relativ deutlich sehen. Ja, da, wo Männer alleine unterwegs sind, kann man das sehr deutlich sehen, wie die damit umgehen. Bei Frauen liegt mir das nicht so deutlich, aber ich denke, dass es da andere Weise auch vorhanden. So, die dritte Ebene, die
Ach so, ich habe übrigens eine Ebene noch vergessen, der Vollständigkeitshalt, die als erste hätte ich die nennen müssen, das ist die alltägliche Ebene. Die alltägliche Ebene heißt, es fällt uns nicht schwer, das hier als Brett oder Bohle oder zumindest vom Stoff her als Holz zu bezeichnen. Es gibt also eine Menge Sachen, über die wir überhaupt nicht reden müssen, über die wir nicht verhandeln müssen. Es gibt eine Menge Sachen, die alle in unserem Alltag einfach so sind, wo es ganz einfach ist, sich darüber auszutauschen, weil das Allgemeingut ist. Es wird nicht in Frage gestellt. Was ein Tisch ist ein Tisch, was Essen ist Essen und so weiter und so fort. Dann käme diese sexuelle Ebene, ich hatte die alltägliche vergessen, dann käme diese Machtebene. Und dann gibt es jetzt sozusagen im Übergang zwischen diesem Unbewussten und dem Bewussten eine Ebene, die unheimlich wichtig ist. Und zwar würde ich sagen, es gibt in jeder Kommunikation zwischen Menschen eine Entscheidung, die uns auch nicht wirklich immer klar ist. Und zwar ist das, was ich gerade sage, das, was ich gerade antworte, die Art, wie ich gerade schweige oder schreie, ist das angreifend oder ist das helfend, unterstützend? Die Illusion unserer Gesellschaft ist, also wir alle wissen, es gibt Angriffe, wir wissen auch alle, es gibt Unterstützung und Hilfe. Die Illusion ist, dass wir glauben, es gäbe ein Drittes. Die Illusion ist, dass wir glauben, es gäbe etwas Neutrales. Und wir uns ungeheuer darum bemühen, in der Kommunikation, in zum Beispiel geschäftlichen Bereichen, neutral zu sein. Und viele versuchen da auch in der Kommunikation mit Kindern oder Verwandten neutral zu sein, so nach dem Motto, das musst du doch einsehen, dass ich die besseren Argumente habe. Ja? Ein sehr pädagogisches Horrorinstrument. Ja? Also damit kriege ich jeden klein. In Wirklichkeit ist aber Kommunikation nie neutral. Es gibt manchmal geringe Emotionswerte, geringe Ausschlaggrößen von, das war jetzt nicht so unterstützend oder doch unterstützend. Aber wenn wir mal ganz ehrlich mit uns selber sind, können wir in jeder Ausdrucksform und in jedem, was wir sagen, gegenüber einem anderen, vorausgesetzt, wir sind sehr ehrlich, feststellen, ob das, was wir gerade gemacht haben, für den anderen, für die Situation, für uns selber hilfreich, unterstützend, kommunikativ im besten Sinne, austauschend war, oder ob es irgendwo etwas beinhaltete von einem nicht unterstützenden. Das kann jetzt ein Angriff sein, das kann genauso gut eine Abwehr sein, das ist genau dasselbe. Also es ist relativ egal, ob ich jetzt sage, dem anderen, du bist ein Idiot, oder ob ich mich einfach umdrehe und gar nichts sage. Oder mich nach innen stülpe oder irgendetwas mache, um aus der Kommunikation herauszugehen. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, ob ich jetzt die Messer wetze, sondern es geht darum, ob ich in der Kommunikation mich öffne zu dem anderen hin, um ihn von der Energie her, von meinem eigenen Gefühl her sozusagen zu unterstützen und unsere Kommunikation vorwärts zu bringen, oder ob ich das nicht mache. Das heißt, wenn ich es nicht mache, mache ich nämlich genau das Gegenteil. Das heißt, ich öffne nicht. Also Türen kann man entweder öffnen oder schließen, dazwischen gibt es eigentlich nichts. Also auch ein Spalt öffnen ist öffnen. Um jetzt jedem Missverständnis in einer bestimmten Richtung vorzubeugen, ich will hier keine neuen Standards definieren. Ab jetzt müssen wir alle uns ununterbrochen öffnen. Das ist überhaupt nicht meine Absicht, sondern es geht an der Stelle nur darum, bestimmte Missverständnisse über Kommunikation aus der Welt zu schaffen und dadurch Bewusstsein über Kommunikation zu ermöglichen. Und eines der größten Missverständnisse ist, es gäbe sowas wie neutrales Verhalten. Neutrales Verhalten ist eines, kann manchmal auch richtig bösartig sein. Also wenn man jemanden nicht mehr erreichen kann, weil der ja sachlich immer richtig liegt. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Ja, das haben unheimlich viele Kinder mit Eltern oder mit Lehrern. Ja,
dann wissen die ganz genau, ich weiß doch, dass es alles scheiße ist. Und da vorne steht einer und sagt, aber du weißt doch, ich erkläre dir das jetzt nochmal, damit wir das auch richtig nochmal auf die Reihe kriegen. Früher hieß es dann, du schreibst jetzt dreimal ab. Das gibt es heute nicht mehr. Ist aber nicht besser. Ja? Weil Kommunikation würde bedeuten, es gibt wirklich einen Austausch. Und das, was ich jetzt mit dieser Ebene von Angreifen oder Unterstützen meine, ist nichts anderes, als dass wir uns mal klar werden sollten, es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Wenn ich das erstmal so akzeptiere, kann ich ja jetzt auch ganz bewusst sagen, na gut, jetzt mache ich dicht. Ja, was der Abkerkel, ich bin dann mal weg. Das ist unheimlich häufig, dass Leute dicht machen, aber das nicht zugeben, sich sondern hinter Rationalisierungen oder irgendetwas verstecken, was sie gerade Wichtiges zu tun haben oder sonst irgendwie. Das heißt, um das nochmal klar zu machen, es geht mir nicht um Standards, wir müssen jetzt ununterbrochen uns öffnen. Ja, also, hat der Matthias gesagt, wer immer nur offen ist, ist auch nicht ganz dicht. Es geht um ein Bewusstsein. Es geht um ein Bewusstsein darum, wenn ich offene Kommunikation haben will, muss ich mich öffnen. Und ich muss mir klar werden, ob das, was ich da tue die ganze Zeit, überhaupt etwas ist, was Öffnung von meiner Seite aus überhaupt anbietet, überhaupt möglich macht. Das, was wir eben gemacht haben, relativ unsensationell, ich suche mir jemanden, den ich mal nicht kenne, gehe hin und sage guten Tag. Das ist etwas, was automatisch öffnet, auch wenn ich jetzt nicht vorhabe, dem sofort alle meine tiefsten Geheimnisse zu erzählen. Es ist trotzdem etwas, was mich in der Bewegung und in dem, was ich tue, so einen kleinen Moment öffnet. Es gibt aber unheimlich viele Kommunikationssituationen oder Verbindungs- oder Beziehungssituationen, immer mit, egal in welchem Kontext, mit Menschen, in denen genau das nicht geschieht. Und hinter dem, das ist jetzt ganz interessant, ob ich mich letzten Endes in einer konkreten Situation öffne oder nicht, oder einem Menschen gegenüber öffne oder nicht, steckt eigentlich immer, ob ich mich für etwas Besseres oder Schlechteres halte oder ob ich in eine Verbindung gehe. Und auch hier, es ist jetzt wieder dasselbe, ob ich mich für was Besseres halte oder für was Schlechteres. In beiden Fällen gehe ich aus der Kommunikation raus, das heißt aus dem Austausch. Die eine Situation ist diese, dass ich sage, naja, komm, ich weiß Bescheid, und gebe das mehr oder weniger durch irgendetwas auch im Ausdruck. Und die andere Situation ist, dass ich mich sofort unterwerfe oder als Opfer fühle. Beides sind von einer gewissen Sicht her Tricks, um nicht in eine Kommunikation zu gehen. Ja? Also, ich versuche jetzt an der Stelle ein bisschen klar zu machen, wir brauchen jetzt nicht zu versuchen zu sagen, ich bin immer ganz offen, ich bin ja jederzeit kommunikativ und sonst was. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass wir nicht meinen, dass wir etwas an Kommunikation zulassen, wenn wir gar nicht mitkriegen, was eigentlich in einer Begegnung, in einem Kontakt bei Kommunikation wirklich passiert. Es ist immer eine alltägliche Ebene, die macht uns in der Regel keine Probleme. Es gibt immer eine sexuelle Ebene, die zum Beispiel in sachlichen Situationen immer so aussieht, nehmen Sie irgendeine Gruppe, zum Beispiel ein Dozent mit seinen Studenten oder ein Lehrer mit seinen Schülern oder wer auch immer, der wird immer Leute haben, die er lieber mag als andere. Und gleichzeitig ist er damit konfrontiert, dass er alle gleich behandeln soll. So. Da muss jeder mit umgehen. Das ist aber viel zu wenig thematisiert, dass das ein echtes Problem ist. Wie machen die Leute das? Jeder Schüler oder der mal Schüler war, weiß, da gab es immer Lieblinge. Das darf aber nicht thematisiert werden. Das darf auch mehr oder weniger nicht in Lehrerfortbildungen oder so thematisiert werden. Das gibt es ja nicht wirklich. Ja? Und dadurch, dass es... Das ist unprofessionell. Und das Irre ist, das kann doch unprofessionell sein, wie es... Ich weiß, genau. So wird es benannt dann. Ja? Aber es ist so.
Und jeder, der in so einer Situation ist, der weiß, dass er damit was zu tun hat. Wenn er einem Menschen gegenüber sitzt, muss er lernen, wie er damit umgeht, dass er automatisch Leute sympathischer findet als andere. Und bei einigen vielleicht auch denkt, oh, der könnte mir gefährlich werden oder den mache ich jederzeit klein. Also wenn es überhaupt zu solchen, ja, also man sollte das nicht unterschätzen. Das sind alles unheimlich wichtige Dinge, die in Gruppen oder in der Kommunikation ununterbrochen stattfinden. Die kann man ja, da kann man ja lernen, mit umzugehen. Da kann man ja lernen, darüber auch hinauszugehen, dass man da nicht hängen bleibt. Aber das kann man nur lernen, indem man erst einmal zugibt, dass das auch so ist. Ja? Also dieser erste Teil, das sind die für uns alle am ehesten zu spürenden Ebenen von Kommunikation, wo wir uns keinen Gefallen tun, wenn wir die negieren, dass sie da sind. Das nächste. Wenn man über Kommunikation spricht, muss man eigentlich auch überlegen, was ist das denn? Ist das was, was ich mache, oder ist das was, was ist, was sowieso ist? Ich würde jetzt mal einfach behaupten, Kommunikation ist sowieso. Ich will mal ein kleines Beispiel erzählen. In meiner Lehrerausbildung haben wir irgendwann mal beschlossen, dass wir doch lieber in die Kneipe gehen, als uns diese ganzen Vorträge und Übungen anzugucken, und dann haben wir das sehr regelmäßig gemacht und dann haben wir die Zeit hervorragend genutzt, so mit Spielchen und so weiter. Und was man sonst jetzt auch noch in Kneipen tut, haben wir auch gemacht. Und ein Spiel hat mich unheimlich beeindruckt damals. Und zwar, ich habe einer mit an und sagte, wir machen mal folgendes Spiel. Einer stellt einem eine Frage. Und wir machen fest, wir haben alle Bierdeckel da, diese Seite vom Bierdeckel heißt ja und die andere heißt nein. Und auf Kommando sagen, also derjenige, der die Frage gestellt bekommt hat, der beantwortet die nicht, sondern auf Kommando halten alle den Bierdeckel hoch, so wie sie meinen, wie der jetzt die Frage beantworten würde. Mit ja oder nein? Mit ja oder nein. Man muss nicht, also sonst kann man es so nicht spielen, ne? Also war eine Entscheidungsfrage, musste eine Entscheidungsfrage sein. Am Anfang haben wir so ganz harmlose Fragen genommen, gehst du nächste Woche zum Bundesligaspiel oder irgend sowas. Und so im Laufe der Zeit wurde es dann immer spannender und so ein bisschen intimer. Und eigentlich hat man gedacht, uiuiui, was fragt der mich da? Das können die gar nicht wissen. Und das Dumme war, man musste jetzt selber auch den Bierdeckel hochhalten. Ja? Und er durfte aber sozusagen so eine Sekunde später den hochhalten, aber nicht sehr viel Zeit. Und das Irre war, die wussten sowieso schon alles. Alles, was man so sich bemüht hatte, jetzt in dieser gemeinsamen Zeit von Ausbildung und Zusammensein schön verdeckt zu haben, das wussten die alles. Also wir haben dann irgendwann darüber lachen können. Zwischendurch war sehr viel betretenes Schweigen, weil erstens, das Schlimmste war immer, die Frage gestellt zu bekommen. Da hatten wir gedacht, nee, die Frage, das geht doch gar nicht. Das geht ja jenseits aller Schamgrenzen. Da waren dann zwischendurch auch ein Papier getrunken oder so. Dann ging das besser. Aber es funktionierte immer, ohne Ausnahme so, dass jeder von uns festgestellt hat, die wissen ja sowieso schon alles. Und das hat ganz viel bewirkt. Weil wenn die ja sowieso schon alles wissen, dann kann ich es ja auch zugeben. Dann kann ich es ja vielleicht auch versuchen, gar nicht mehr so verdeckt zu halten. Ja, das ist das. Ich fand das so irre. Also ich kann mich auch noch an diese Peinlichkeit noch so körperlich erinnern. Und die Erleichterung, die dann hinterher sich einstellte, und sagte, na gut, wenn die es sowieso wissen, dann brauche ich es jetzt auch. Wir haben dann auch nicht weiter über die Sachen gesprochen. Das war dann so, nächster. Aber später hat man dann mit dem einen oder anderen auch mal darüber gesprochen. Und das war irre. Es war eine neue Ebene von Kommunikation entstanden durch das Erlebnis, die wissen es sowieso. Ich brauche es gar nicht mehr so geheim zu halten.
Jetzt mag das nicht immer zutreffen für Geheimnisse, was man so mit sich rumträgt, aber trotzdem hat das in meinem Leben unheimlich viel verändert. Und habe auch gemerkt, wenn es denn gelänge, gar kein Geheimnis mehr zu haben, wäre das ja eine ungeheure Erleichterung. Ich brauchte ja kein Deut Energie mehr aufzubringen, dass ich mich nicht irgendwie verschwätze, dass ich mich da genau abchecken muss, wem erzähle ich was. Ja, solche Dinge. Ich muss auch gar nicht mehr aufpassen, dass ich etwas erzähle oder etwas preisgebe, weil es ist ja schon da. Also es wäre, wenn uns das gelingt, ein ungeheurer Energiezuwachs möglich, weil die Energie, die ich sonst benutze, um meine Käfige bei mir selber aufrechtzuerhalten, die wäre ja frei. Aber was mache ich dann damit? Müssen wir mal gucken. So, das wäre so das Erste. Kommunikation wird nicht gemacht, sondern ist auch immer schon da. Wie immer das funktioniert, da will ich jetzt gar nicht drüber sprechen. Ich will jetzt nicht über telepathisch und solche Konstrukte sprechen oder dass Energie sich durchsetzt. Das ist jetzt gar nicht der Punkt. Wir können ganz, ganz praktisch bleiben. Die Information ist viel umfassender als das, was wir glauben, wie sie ist, wenn wir im Inhaltlichen an irgendetwas hängen. Ich kann mich auch noch erinnern, ich war mal mit einer Bekannten bei einem damaligen Lehrer für chinesische Heilkunde und irgendwie erzählte der plötzlich so, ohne dass ihn jemand gefragt hatte, wie toll seine Ehe war. Also nicht war, ist, also war, wäre. Also, ist schon klar, ne? Also wie der Mann, er hat uns erzählt, wie toll sie damals war, die Ehe. So, und dann gingen wir da raus und diese Bekannte sagte zu mir, der lässt sich bald scheiden. Ich sagte so, der hat doch gerade erzählt, da wie toll das mit seiner Frau ist und den Kindern und so. Das stimmt. Wenn einer das so zelebrieren muss. Und es stimmte, 4 Wochen später erzählte er in demselben Kurs, dass er jetzt sich leider von seiner Frau trennt und so weiter und so fort. Ich habe es damals nicht mitgekriegt. Also nicht jeder ist offensichtlich in jeder Situation Empfänger dieser Informationen, aber es scheint sich ja immer auch anders mitzuteilen. Es scheint sich ja immer auch etwas anderes mitzuteilen, als das, was gesagt wird. Nehmen wir mal sowas wie offizielle Formen von Informationsvermittlung, wie zum Beispiel Vorträge oder Unterricht oder Studien oder irgend sowas. Das ist völlig unklar, was jetzt bei den Leuten ankommt. Ja, ob die dahinter sagen, mein Gott, ist der rumgehampelt vor uns. Also was jetzt als Haupteindruck übrig bleibt, muss nicht unbedingt dem entsprechen, was ich meine, beabsichtigen zu wollen mit dem, was ich hier sage. Also Kommunikation, die jetzt hier zum Beispiel bei uns stattfindet, ist auch komplexer als das, was ich jetzt hier verbal äußere. Ja? Oder dann gibt es diese wunderschönen Beispiele, Eltern sagen, das Kind, geht nicht gerne zur Schule. So. Und wir erzählen ihm doch jeden Tag, wie gut das wäre, wenn es gerne in die Schule geht, wie wichtig die Schule ist und so weiter. Wenn man da so mal ein bisschen nachfragt, dann sagen wir, ja, wir machen doch auch zu Hause alles ganz ordentlich und kümmern uns immer darum, dass dann Zeit ist und wir auch helfen und so weiter. Wenn man dann nochmal weiterfragt, dann kommt raus, die machen es gar nicht gerne. Die machen es überhaupt nicht gerne. Das ist so ein Scheiß, sich da jeden Tag mit den Hausaufgaben der Kinder auseinanderzusetzen. Das hat man schon in der Schule nicht gerne gemacht, selber. Ja? Und jetzt soll man es da machen und jetzt redet man sich ein, dass das irgendeine gesellschaftliche Nützlichkeit hat, wenn man sich jetzt ununterbrochen mit dieser scheiß Hausaufgabe von diesen Kindern auseinandersetzt, die jetzt auch keine Lust haben und wo man eigentlich denkt, oh nee. Ja? Und dieses innere oh nee, was jetzt sicherlich dem Kind gegenüber nicht ausgesprochen wird, kommt trotzdem beim Kind an. Und zwar massiv.
ohne dass das Kind sagen könnte, ja, hör mal, du hast doch auch keine Lust oder irgend sowas. Ja. Es gibt auch diese schönen Situationen, wo sich später rausstellt, der Vater hatte auch schlechte Noten oder irgendwie so. Ja. Hat aber immer auf die Wichtigkeit guter Noten hingewiesen. Das sind ja jetzt noch so offensichtliche Sachen, die man vielleicht mal rauskriegt, indem man dann die alten Zeugnisse findet. Aber wichtiger ist dieser unausgesprochene Teil, und zwar auch der Teil, wo Eltern jetzt sich aufgrund von tollen Ratgebern sagen, ich reiß mich zusammen, mein Kind soll das besser haben, das ist schon immer so gesagt, und ich mache jetzt ein richtig gutes Programm für Hausaufgabenhilfe oder was weiß ich, Taxiprogramm, mein Kind kommt überall hin und muss alles lernen, darf alles lernen oder wie auch immer. Und die eigentliche Botschaft, was die Eltern tatsächlich dazu fühlen und meinen, die ist viel durchsetzungsstärker als das, was sie tun und sagen. Ja? Also das sind alles so Beispiele, die vielleicht darauf hinweisen, dass die Kommunikation, von der wir so häufig im Tagesablauf meinen, dass sie so ginge und wir uns so vernünftig verhalten müssten und daraus vernünftige Ergebnisse kommen würden, dass das ausgesprochen fragwürdig ist. Sondern eigentlich nur umso mehr in den Situationen die Energie rausnimmt. Spaß rausnimmt, die Lust rausnimmt oder einfach auch das Fließen des Miteinanders austauschen, miteinander etwas zu tun haben. Das, was wir treiben, vor allen Dingen im beruflichen und geschäftlichen, das nenne ich eine eindimensionale Kommunikation. Wir gehen in unseren Fokus, wissen, wo wir unsere ganze Aufmerksamkeit hinpacken, auf irgendein Sachgebiet, auf irgendeinen Arbeitsablauf oder auf irgendetwas. Und alles, was an Gefühlen, an vitalen Reaktionen oder auch einfach mal an Zwischengedanken da ist, wird in der Regel völlig runtergeordnet oder sogar versucht zu verdrängen. Jetzt ist das durchaus sinnvoll, wenn ich eine sachliche Arbeit machen will, dass ich mich auch konzentriere auf das, was ich tue. Aber es ist doch klar, wenn ich mich jetzt auf eine ganz spezielle Arbeit hin konzentriere, dass ich dann eine Menge von mir für diese Zeit auch außen vor lasse. Und die Frage ist jetzt, gebe ich mir denn auch Zeit oder Zeiten, in denen ich mich wiederfinden kann in dem Ganzen, was ich will? Oder gar, gibt es nicht auch Möglichkeiten, in diese Arbeitsabläufe etwas davon zu integrieren? Ja, also ich bin schon ein Fan davon, dass wenn der Installateur kommt und die Wasserpumpenzange ansetzt oder sonst jemand, dass er dann auch mit Gedanken dabei ist und sich auch darauf konzentriert. Oder jede andere beliebige Sache, wo es darauf ankommt. Die Frage ist nur, was tun wir uns an, wenn wir uns immer auf einzelne Stränge von Aufmerksamkeit konzentrieren und den Rest von uns außen vor lassen? Das muss jetzt gar nicht eine sachliche Arbeit sein. Da ist das noch am einfachsten zu ertragen. Das kann auch irgendein Beziehungsbereich oder ein bestimmter Emotionalbereich oder irgendetwas sein. Und in dem Moment, wo wir das tun, verlieren wir faktisch den Kontakt zu uns selber. Die folgenden Formen, die ich jetzt nenne, die wir alle kennen, die sind dann eigentlich nur noch Ausdruck davon, wie ich mit dieser engen Energie, die dann übrig bleibt in dem Eindimensionalen, umgehe. Das erste sind Lügen. Lügen sind von der Energie her zu vergleichen mit etwas, was ich verdrehe. Also das sieht, wenn man sich das in Energiefeldern anguckt, sieht es aus wie ein Handtuch, was verdrillt ist. Da hat irgendjemand jetzt gesagt, das ist nicht so, wie es ist, sondern es ist anders. Ja? Das führt jetzt dazu, dass er selber eine Menge Energie aufwenden muss, um diese Lüge aufrechtzuerhalten und gleichzeitig allen, mit denen er zu tun hat, die Wahrnehmung verstellt. Die sagen, ja, haben wir das doch eigentlich so? Und er sagt, nee, ist nicht so, ist ganz anders.
Das heißt, in einem bestimmten Kommunikationsbereich verhindert jetzt die Lüge jeden Austausch und führt aber eigentlich dazu, dass die Leute schon ein Stück zurücktreten. Weil es ist in den meisten Fällen so, dass schon so ein Gefühl da entsteht, hier stimmt sowas nicht so genau, ohne dass man es benennen könnte. Die wenigsten Lügen sind so sauber, dass die anderen nicht irgendeinen, ich will jetzt gar nicht mal sagen Verdacht haben, dass da eine Lüge ist, das hat man manchmal auch, aber komisches Gefühl. Also wenn mir jemand begegnet mit einer, ich sage jetzt mal, verdrehten Energie, dann erzeugt das bei mir, wenn ich nicht dieselbe Verdrehung habe und derselben Lüge unterliege, dann erzeugt das bei mir ein komisches Gefühl. Also Lügen kann man eigentlich an einem, ja, an nicht die Lüge selber, aber die energetische Situation, die da ist, wenn jemand lügt, wenn jemand die Wahrheit verdreht, die kann man spüren. Ja, also ich will jetzt nicht dazu auffordern, immer rumzulaufen, dass du lügst, du lügst. Dann geht es nicht. Es geht halt darum, dass das was mit uns macht, mit uns selber und mit unserer Kommunikation. Es nimmt aus der Möglichkeit der Kommunikation ganze Bereiche raus und sagt, nee, geht jetzt nicht. Können wir nicht von Auge zu Auge wirklich in voller Offenheit oder Freude oder Spaß oder irgendwas miteinander zu sprechen. Das nächste sind Geheimnisse. Geheimnisse, also etwas, was ich sage, das kann ich niemandem erzählen. Das ist auch ein Bereich, in dem ich dann nicht mehr kommunikationsfähig bin. Also entweder muss mir jetzt eine Lüge einfallen lassen oder ich muss dementsprechend aus dem Weg gehen oder so irgendwie immer schön drumherum schiffen, wenn das irgendwie zur Sprache kommt. Oder viele haben auch Geheimnisse, wo keiner jetzt denken würde, dass er dieses Geheimnis hat, weil es wirklich gelingt, ganze Lebensbereiche dann abzuschließen. Führt aber in der Regel dazu, dass auch ganze Kommunikationsbereiche abgeschlossen werden. Zumindest von intensiver und inniger Kommunikation. Interessant ist jetzt, wenn jemand sagt, ich habe da ein Geheimnis, ich würde dir das gerne erzählen, aber du darfst das nicht weitererzählen. Schon mal erlebt? Mhm. Ja, ne? Schon mal selbst gemacht? Mhm. Ja. Was passiert in so einem Moment? Also wenn mir das jetzt jemand sagt, häufig fühlt man sich ja dann auch edel, dass man jetzt sozusagen der Empfänger der Wahrheit ist. Was passiert wirklich? Ist das so toll? Bitte? Ich bin ein Geheimnis. Genau. Vorher hatte einer saß im Käfig, jetzt sitzen zwei im Käfig. Also das ist gut, das ist teilweise sehr problematisch. Ich meine jetzt nicht Sachen, die jemand qua Amt in der Regel erfährt. Also wenn jemand zum Arzt oder zu einer Therapeutin oder Berater oder so geht, dann muss er sich darauf verlassen können, dass er nicht hinterher über Radio erzählt wird, was er da oder auch nicht irgendwie heimlich erzählt wird. Das sind aber Sachen, die kann man sozusagen über das Amt auffangen, über die Funktion, die jemand dann in dem Falle gerade erfüllt. Der kommt aber auch nicht hier, die Leute erzählen, nicht danach. Genau, er ist ja nicht derjenige, der in den Kreis dann in der Regel verschwindet. Aber wir haben also in Seminaren mal die Übung gemacht, jemand erzählt jemandem ein Geheimnis. So, aber er erzählt das nicht, das ist ja jetzt in Seminaren auch eine harte Geschichte, ich erzähle mal ein Geheimnis oder so, sondern er beamt das rüber als Energie. Können wir das mal machen hier? Hast du ein Geheimnis? Bitte? Ich habe wenig gehabt. Er hat den eins müssen haben, sonst geht die Übung nicht. Der Lothar hat. Das wollen wir jetzt nicht beurteilen. Ich gehe davon aus. Das kennen wir alle. Bitte? Ja, ja. Er hat, so. Dürfen wir damit eine Übung machen, ohne dass das verbal benannt wird? Ja. Ja, das will dich nicht vorführen oder irgendwas.
Kommst du mal nach vorne? Ja. Wem möchtest du das auf keinen Fall jetzt hier? Nee, das ist cool. Das lassen wir weg. Ein Geheimnis. Ich habe mehrere Geheimnisse. Aber eins, nimm mal eins. Ja? Nimm mal eins. Okay. Sollen wir jetzt eine Frau oder einen Mann nehmen? Eine Frau. Eine Frau. Also wer möchte denn gerne mal Geheimnis vom Lothar erfahren? Ja, ich. Du? Ja. Jetzt mach doch mal Folgendes. Du erzählst ihr nichts. Es geht nichts über Worte. Aha. Du kannst auch, ihr könnt beide die Augen zumachen. Das ist nicht wichtig. Ihr stellt euch hin, so die Hände gegeneinander. Aha. Ich muss mir erst mal das Geheimnis ausmachen. Ja, bitte doch. Okay, hast du eins? Ja? Wir anderen, wir gucken mal einfach, ob wir etwas davon mitkriegen, was jetzt passiert. Es wird nicht gesprochen. Es wird auch hinterher nicht gesprochen. Ja. Ja? So. Einfach mal so die Hände gegeneinander, ein bisschen Abstand. Nee, nicht berühren. So. Und mach die Augen am besten zu. Mhm. Und ich sage immer, beam jetzt mal dein Geheimnis rüber. Mhm. Okay, danke. Alles okay? Ja. Angekommen? Sowieso. Wie fühlt sich das an? Jetzt rein nur vom Gefühl. Was ich gefühlt habe? Hm? Bedrückend. Was bedrückend? Okay. Ich habe es ja auch angesehen. Ja, okay. Dann sei doch so lieb und gib es mal weiter. An wen? An alle. Mein Druck. Nee, das, was du jetzt erfahren hast, was als Energie hier rübergekommen ist, gibst du jetzt einfach mal an alle weiter. Auch aber nicht aussprechen, ne? Du sollst nicht aussprechen. Das geht ja nicht. So, gucken wir mal, ob was passiert. Das ist ein reines Experiment, sonst gar nicht. Also auch die Hände wieder so, alle dürfen jetzt davon. Also sie ist jetzt nicht verpflichtet, mich weiterzugeben, ja? Sondern sie gibt das, was an Geheimnis bei ihr angekommen ist, an Energie, an alle weiter. Alle hier können jetzt entweder sagen, tue ich mit oder tue ich nichts mit. Mhm. Guck mal, was mit dir dabei passiert. Dann leichter, wenn du das so weitergeben kannst? Ja. Okay. Gibt es hier jemanden, der irgendwas gespürt hat von der Situation? Also es war für mich anders. Nicht genau gleich, aber gefühlt anders. Aber was an? Inwiefern anders? Es hat sich anders angefühlt, also ein bisschen heller, nicht so drückend. Als vorher, anders als vorher. Mhm. Okay. Noch irgendjemand irgendwas gefühlt? Ja? Mein Atem regulieren, ich empfand es eher als so ein bisschen eisig und das Drücken. Das was jetzt von über Madeleine kam. Und wie ist das jetzt? Hat sich das verteilt oder ist da noch was? Ich kann wegatmen. Okay. Wie geht's dir jetzt damit? Komisch irgendwie. Also ich denke jetzt, du willst irgendwas hören, das erleichtert oder das macht schwerer. Nein, ich will hören, was ist. Ich will nicht hören. Ja. Also sonst hätte ich dir vorher gesagt, sei doch bitte so gut und sag, erleichtert, erleichtert. Dann brauchen wir kein Experiment machen, dann machen wir eine Vorstellung. Ja, allein die Tatsache, dass ich hier stehe und hier was weitergegeben wird und alle stehen hier und gucken jetzt und fühlen möglicherweise irgendwas. Das ist eine besondere Situation, ja. Völlig klar. Würdest du jetzt sagen, du hast jetzt weniger Energie als vorher oder mehr oder gleich? Mehr. Mehr? Ja. Wie würdest du sagen, was ist mit dir passiert jetzt, während du das gemacht hast? Oder warte mal, ich weiß es gar nicht. Ich habe aber so eine komische Wahrnehmung manchmal. Das klingt jetzt erstmal, bis du gleich korrigierst. Was
warm so vertraut ist. Was war? Ich habe keine Ahnung, was ja. Hat sich ihm hier im Raum was verändert, jetzt, während wir das gemacht haben? Es ist ja über kein Geheimnis gesprochen worden. Es war ja jetzt ein reines so. Bitte? Mehr Nähe entstanden. Mehr Nähe? Insgesamt oder jetzt hier nach vorne? Also, wenn wir jetzt sowas sagen, heißt das nicht, alle müssen das, ne, müssen das spüren. Ich frage jetzt einfach, ob jemand etwas spürt. Hat sich etwas an der Situation hier im Raum verändert? Ich fühle mich eher getrennter, isolierter. Ja. Für mich war das zwischen den beiden, da habe ich gar nichts gespürt. Und dass man Glenn das weitergegeben hat, kam bei mir eine Beklemmung. Und die ist immer noch da. Die löst sich jetzt langsam, aber die Beklemmung ist da. Mhm. Ja, auch Geheimnisträger in gewissem Sinne geworden. Ne? Was also wichtig ist, auch wie gehe ich mit Geheimnis um, ich lasse es möglichst wieder in die Welt hinaus. Also bezogen jetzt auf das, was ich am Anfang erzählt habe, nämlich, dazu noch einen kleinen Moment, dass wenn jemand kommt und sagt, ich würde dir gern Geheimnis erzählen, aber du darfst es nicht weiter erzählen, dann würde ich sagen, lass es. Ja? Ja, genau. Ja, ja, gut, das sind jetzt, sagen wir mal, die Tricks, mit denen da überall gearbeitet wird oder wir alle miteinander arbeiten. Und mir geht es nicht darum, sagen, die Leute machen das alles schlecht oder so. Mir geht es eigentlich darum, ein bisschen Bewusstsein zu bekommen darüber, was passiert, wenn wir bestimmte Sachen in der Kommunikation machen. Und ein Geheimnis immer für sich zu behalten, das ich jetzt niemand zwingen würde aufzugeben, das bedeutet, man bleibt in einem energetischen Käfig. Gibt man es an einen weiter, der es nicht weitergeben darf, ist er jetzt mit im Käfig. Gibt er das weiter, passiert etwas, was jetzt sicherlich in so einem Experiment, in so einem Rahmen nicht irgendwie zweifelsfrei bewiesen werden könnte. Also hast du jetzt überlegt, wie es dir geht. Also interessant ist schon, dass es tatsächlich das, was Beklemmnis ist, ich will jetzt nicht verraten, was Beklemmnis ist und dass das auch hier so ankommt. Das finde ich schon irgendwie komisch, dass das so eine komische Stimmung von da nach da geht, aber auch von da nach da. Ja, und? Ja, und das macht mich nicht leichter, nee. Das macht mich nicht leichter. Ich bin von meinem eigenen Geheimnis nochmal runtergezogen worden. Gut, jetzt machen wir ein Gegenexperiment. Alle, wir gehen mal davon aus, alle, die hier sitzen, haben was mitgekriegt von seinem Geheimnis und schicken es ihm nochmal zurück. Return to sender. Alle sind beteiligt. Guck mal, was passiert. Macht mal alle mit, auch wenn ihr gar nicht wisst, was er da macht. So wirken Atomkraftwerke, also positiv hier zu sehen. Ja. Wie fühlt sich das an? Ja, es kommt was zurück, was zu mir gehört. Also. Ist das jetzt schlimm? Nee. Ist es warm? Ist es böse? Ist es. Du hast aber genau den richtigen erwischt. Ich habe so eine schlechte Gefühlswahrnehmung auch gerade. Also, ich kann es gar nicht sagen, ich weiß es nicht. Aber ich kann dir ansehen, dass jetzt gerade noch mal wirklich so was Vitales bei dir passiert ist. Ja, das stimmt. Ja? Ich glaube, das kann man auch sehen. Und ich finde das jetzt erstmal überhaupt ganz toll, dass du überhaupt gesagt hast, du machst das jetzt hier mit. Weil das ist ja so eine blöde Situation, das hier vor so einer Gruppe zu machen. Was, darf ich dich trotzdem noch mal? Ich will dich auf keinen Fall in irgendeiner Weise da diskreditieren oder so. Mir geht es um wirklich etwas ganz Wichtiges. Die Erfahrung, die wir in Seminaren machen, ist, wenn ich ein Geheimnis in einen Kreislauf bringe, entsteht in der Regel für alle Beteiligten mehr Energie. Also ob du das jetzt für dich als glaubwürdig erachtest, das musst du selber mal gucken. Aber diese letzte Reaktion, dass du hier sozusagen so einen vitalen Schub, ja, also einen Wärmeschub oder sowas bekommen hast. Das ist sozusagen das Ergebnis, das Kreislaufergebnis deiner Bereitschaft, hier vor versammelter Mannschaft zu sagen, ich gebe was preis. Auch wenn das jetzt keinen Inhalt für alle hatten und gar nichts. Also keine inhaltliche Qualität.
Es ist kein Beweis, was wir gerade gemacht haben. Ich bedanke mich jetzt nur sehr bei dir, dass du das mitgemacht hast. Und ja. Und es sollte das Experiment sein, ob vielleicht ein bisschen davon ankommt, weil das der zweite Teil nochmal ist von allem dieser Darstellung über das, was Kommunikation ist. Kommunikation läuft immer im Kreislauf. Wir haben immer das Gefühl, es läuft so und so. Und haben nicht das Gefühl, dass das ein Kreislauf ist. Dass das etwas ist, was sich bei mir verändert, wenn ich es erfahre und wieder neue Qualität hat, wenn ich wieder etwas mache und sage und dort wieder etwas passiert und wieder eine neue Qualität hat, wenn es bei mir ankommt und so weiter und so fort. Es ist ein Kreislauf. Und das ist ein Bewusstsein, was wir ganz selten haben, dass die Dinge, die wir miteinander tun, sozusagen wie eine Verstoffwechselung im Körper, in den Organen, eine ständige Veränderung von Energie ist. Ich will noch eins benennen, weil das auch sehr häufig vorkommt. Versprechen. Jemandem ein Versprechen geben. Ein Versprechen geben erzeugt in demjenigen, dem man das Versprechen gibt, eine tiefe Gewissheit, dass etwas geschieht, in der Regel, was man gerne haben möchte. Und viele Kinder haben die Erfahrung gemacht, dass Erwachsene ihnen Versprechen geben, die dann aus irgendwelchen technischen oder sonstigen Gründen nicht eingehalten werden. Und die auch für die Erwachsenen, die die Versprechen gegeben haben, gar nicht so eine Relevanz und so eine Wichtigkeit haben. Wenn die dann nicht eingehalten werden, dann erzeugen die in dem Falle jetzt in dem Kind wirklich eine ganz tiefe Verletzung von Vertrauen. Aber nicht von Vertrauen der Person gegenüber, sondern dem Leben gegenüber. So. Andere Form. Versprechen bedeutet ja, dass ich jetzt sage, irgendwann werde ich was machen und das muss ich dann einhalten. Das heißt, ich binde mich auf irgendetwas in der Zukunft hin. Das widerspricht aber eigentlich dem, was jetzt nochmal ganz wichtig ist, Kommunikation ist immer Fluss, ist immer in Bewegung, Leben ist immer in Bewegung. Eigentlich ist es ein Unding zu sagen, ich werde demnächst das und das unbedingt machen. Und in der Regel denke ich, wenn man es jetzt recht macht, macht man es nicht mehr. Also ganz viele Sachen, die man jetzt schiebt und schiebt und sagt, ja, aber ich verspreche dir, ich mache das irgendwann. Oder ich verspreche dir, mich zu bessern. Solche Geschichten gibt es ja auch in allen möglichen Beziehungen. Das ist alles Käse. Weil es etwas, was jetzt gerade richtig erscheint, interpoliert auf eine Zukunft und letzten Endes eine Bindung von Energie schafft, der man gar nicht weiß, ob man dazu stehen kann. Jetzt mal noch eine Frage hier an den Kreis. Was ist denn dann mit einem Eheversprechen? Bitte? Was ist damit? Also, da wird ja immer versprochen, bis dass der Tod uns scheidet, ja, in dieser Formel, wenn das kirchlich läuft. Und die Statistik spricht ja irgendwie dagegen. Heißt ja, dass ganz viele Versprechen nicht gehalten werden. Also, wenn der Vater sagt, ich verspreche dir, wir gehen diese Woche noch ins Schwimmbad, meint er das auch in dem Moment? Das ist ja nicht die Frage. Ich will ja nicht die moralische Integrität des Versprechensgebers in dem Moment angreifen. Wenn man so ein Versprechen gibt, dann steht man meistens in dem Moment dazu. Das Problem ist, was da kommen noch Momente hinten dran. Das ist immer das Thema. Das heißt, wenn jetzt das zum Beispiel ein Eheversprechen ist, ja jetzt etwas Existenzielles da hängen, wirtschaftliche, unendliche emotionale Qualitäten und sowas dran. Und von daher erzeugt das Brechen eines Eheversprechens, egal wie es geschieht, immer ein riesiges
Versagensgefühl und ein Gefühl von Vertrauensverlust zum Leben hin. Das hat existenzielle Bedeutung. So, was machen wir jetzt? Keine Ebene eingehen? Ja, ist es dann besser? Jeden Tag neu eine Ehe. Also jeden Tag neu sich finden. Müssen wir dann alle Rituale abschaffen, alle Zeremonien? Gibt es keine Hochzeiten mehr? Wie macht man das? Neu. Überprüfung. TÜV. Beziehungs-TÜV. Können wir weitermachen. 5-Jahresplan. So. Ich kann nicht behaupten, dass ich da eine Patentlösung habe. Was mir persönlich, ich bin auch geschieden, was mir an dieser Frage mit den Versprechungen, die Versprechungen kanalisieren und binden wieder Energie, die dann der Beziehung nicht zur Verfügung steht. Es gibt aber vielleicht eine andere Form, das wäre noch auszuprobieren, ob die wirklich trägt. Und das wäre nicht ein Versprechen, sondern ein Bekenntnis aus dem Moment heraus. Zu sagen, aus dem Moment heraus möchte ich mich bekennen zu diesem Menschen und aus dem Moment heraus möchte ich eigentlich die Kraft haben für eine auch längerfristige Beziehung. Das ist sowas, ein Bekenntnis und ein Wunsch. Das wäre eine andere Form, die ja immerhin noch sozusagen sagt, ich weiß, dass ich ein schwacher Mensch bin und ob das alles so klappt, weiß ich nicht. Das wäre ja mal ehrlich. Aber ich bekenne mich dazu, dass du mir, also jetzt bezogen auf einen konkreten Menschen, unheimlich wichtig bist gerade. Und mit dir möchte ich was versuchen. Also das wäre jetzt für mich nicht ein Versprechen, sondern ein Bekenntnis. Ich weiß nicht, ob das als Wortglauberei empfunden wird. Was ich empfinde, also auch bei den Hochzeiten, die ich mitgemacht habe, wo ich teilgenommen habe, dass dieses Versprechen eigentlich den Versuch beinhaltet. Dass man es sich vornimmt, aber nicht, ich habe nie den Eindruck gehabt, dass man, ja, dass das so unbedingt, also jeder weiß, dass es in der... Ja, das hat sich vielleicht auch ein Stück rumgesprochen, aber... Aber diejenigen, also man sollte nicht so tun, als wäre dieses auch kirchlich dann gestützte Ritual so völlig ohne Wirkung. Es ist nicht so. Es wird ganz viel an Energie da reingegeben. Es mag jetzt von Person zu Person ganz unterschiedlich sein. Aber was wir feststellen können, ist, dass es immer noch in vielerlei Hinsicht eine Wirkung hat. Machen uns das, glaube ich, nicht klar. Also wir gehen inzwischen mit all diesen Dingen so moderner um. Ja, ja, ja. Ja. Hochzeit. Ich hab's flapsig jetzt. Ist klar, bitte. Macht sich auch von der Äußerlichkeit schon fest. Ich feiere dieses Fest so, als wäre es einmal im Leben. Ich gebe so viel Geld aus, ich mache so viel Aufwand. Es geht ja nicht nur um die Worte. Genau. Es geht das, was ich drumherum mache. Ich will am allerbesten aussehen. Ich will am glücklichsten sein an diesem Tag. Und der soll wirklich was einmalig, einzigartiges sein. Also ja, auch also darin äußert sich das auch. Ne? Ich will einfach nur darauf hinweisen, dass wir mit solchen Formen, also so sehr jetzt vielleicht heute wirklich diese Versprechensform nicht mehr so bindend erscheint, wie es mal war, wenn es überhaupt so war, ist aber trotzdem ganz viel in dem, was stattfindet als Hochzeit, mit dem Versprechen, mit dem Aufwand, mit der Idee, das soll einmal so sein. Und ich weiß, dass mir ganz viele Leute immer wieder gesagt haben und sagen, ich wollte aber doch wirklich nur diese eine Beziehung. Ich wollte doch, dass das jetzt bis zum Lebensende klappt. Und es hat sowas wie ein inneres Versprechen, selbst wenn wir diesem äußeren Versprechen, dem Eheversprechen, jetzt gar nicht unbedingt so große Wirkung und Bedeutung zumessen. Ich finde es gerade ganz interessant, dass ja auch Glaubensbekenntnis heißt und nicht Glaubensversprechen. Also, man, ich, ich,
sage das mit dem Bekenntnis. Ich weiß, man könnte auch sagen, komm, ist das wirklich so ein großer Unterschied? Ist es nicht eine Wortwahl, die bei dem einen dieses und beim anderen das bedeutet? Ich habe das aber jetzt trotzdem mal gegenübergestellt, weil diese Versprechungen, wie wir sie kennen aus dem Alltag, wie eben auch im Ritual und in der Festlegung beim Eheversprechen, energetisch etwas kanalisieren, das behaupte ich jetzt einfach mal, was dann der konkreten Beziehung als Energie nicht mehr wirklich zur Verfügung steht. Also um jetzt auszuprobieren, was mache ich tatsächlich mit dem anderen, mit mir und mit den verschiedenen Situationen. Da kann jeder mal drüber nachdenken, ob es für ihn bestimmt. Noch ein letzter Teil zu dieser Geschichte. Es gibt etwas, was wir auch uns gar nicht mehr klar machen. Also in älteren Zeiten ist das viel deutlicher gewusst worden, dass es sowas gibt. Und das sind Flüche, Verfluchungen. Ich will da jetzt gar nicht so was Mystisches davon meinen. Ich meine auch noch etwas anderes, was wir im Alltag häufig benutzen. Das haben die Altvorderen Verwünschungen genannt. Und Verwünschungen ist das Gegenteil von etwas dem anderen gut wünschen, den anderen segnen, den anderen sagen, alles was du tust, soll gut gehen. Wir kennen Verwünschungen zum Beispiel in der Form, wenn ich sage, wirst du sehen, was du von hast. Das ist von der Energie her eine Verwünschung. Das ist nicht, ich bin zwar nicht einverstanden mit dem, was du da machst, aber ich wünsche dir das Allerbeste dabei. Das ist keine Verwünschung, das wäre ein Segnen. Das wäre ein dem anderen Gutes wünschen. Aber häufig sind wir in dieser anderen Energie, indem wir sagen, mein Gott, was ein Scheiß, was macht der denn da? Das kann ja gar nicht gut gehen. Auch sowas ist auf einer bestimmten mentalen Ebene schon etwas von einer Energie, die nicht mehr frei lässt, sondern sagt, das kann ja gar nicht gut gehen. Egal, ob dem anderen gegenüber geäußert oder nicht. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass es all diese Beschränkungen in Kommunikation gibt. Und dass all diese Beschränkungen auch entsprechend Energie wegnehmen aus der Kommunikation. Und dass es jetzt nicht heißt, das dürfen wir alles nicht mehr machen. Wir dürfen nicht mehr lügen, wir dürfen nicht mehr das Herz verschließen, wir müssen zu jedem offen und freundlich sein. Das ist alles Käse. An der Stelle würde ich einfach nur sagen, wir können versuchen, genauer zu spüren und rauszukriegen, was wir da wirklich machen mit uns und mit anderen. Das wäre eigentlich das, wo ich drauf hinaus will. Ich will, also dass ich dann auch dem anderen mitteile, weißt du was, war? Ich bin gerade hackedicht, du brauchst gar nicht mit mir zu reden. Ja, ich sag dir Bescheid, wenn ich wieder halbwegs verhandlungsfähig bin. Das wäre jetzt ehrlich, das würde den anderen auch in sein Recht setzen, zu sagen, ja, was mache ich denn mit dem, wenn der da, geht jetzt gerade nichts. Ja? Also du musst ja damit rechnen, dass du dem anderen auch vielleicht gar nicht recht ist. Der möchte vielleicht gerade mit mir ein Gespräch führen oder irgendwas unternehmen. Wenn ich aber jetzt merke, ich bin überhaupt nicht in der Lage, gerade was zu machen, das mitzuteilen. Oder auch jemandem mal zu sagen, ich kann gerade nichts mit dir anfangen. Also raus aus dem Wohlerzogenen, raus aus den Regeln für Thermokommunikation, rein in das Gespür, was ist gerade los. Und wenn ich dem anderen gerade gesagt habe, du, ich kann gerade gar nichts mit dir anfangen, kann das häufig sein, dass es im selben Moment schon wieder geht. Ja? Also das heißt, es muss manchmal einfach nur ein Energiestatus ausgesprochen werden, damit er überwunden werden kann. Und das meine ich mit dem Thema von heute Abend. Das ist ein unendlich wichtiger Aspekt dieser Waage-Energie. Beziehungen, Verbindungen wagen, erleben, wie das alles schlecht aus- oder manchmal auch leicht auszubalancieren ist. Ja, und manchmal reicht ein kleiner Impuls und alles geht holter die Polter kaputt oder dann muss man es halt versuchen, wie kriege ich es wieder hin oder lasse ich heute Abend so sein, sieht auch schön aus. Waage-Energie ist Bindungskraft in sich selber spüren. Und das, was ich jetzt heute Abend noch gar nicht gesagt habe und auch nicht weiter ausführen will, ist,
Jedes Mal, wenn wir in Verbindung zu jemandem gehen und ehrlich dabei bleiben, ehrlich meine ich jetzt nicht so moralisch, sondern so direkt, ja, Verbindung aufnehmen, dann passiert auch was mit der inneren Kommunikation. Das tut meinen Organen gut, das tut meinem Kreislauf gut, das tut meinem Magen gut. Einfach weil auch dort im Inneren parallel etwas passiert zu dem, was ich äußerlich mache. Und zu sagen, in Kommunikation mit Herzenskraft, das ist einfach, ja, ich bin hier, ich kann mich spüren und jetzt will ich mal gucken, ob ich andere spüren kann. Und genauso ein andermal zu sagen, nee, jetzt ist gerade gar nichts.